So, meine Freunde der Sonne, wir zocken jetzt erstmal auf Grand RP. Erstmal ein bisschen Abwechslung von 5M. Wenn ihr Bock habt auf Grand RP, dann kommt gerne. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr euch hier einen Account anlegen könnt und wie ihr auf einen Server joint. So, als allererstes geht ihr in euren Browser und gebt ein Grand RP. So, dann geht ihr am besten auf den ersten Link, der euch vorgeschlagen wird. So, wir sind jetzt auf der Seite angekommen. Geht ihr erstmal auf Registrierung, wenn ihr keinen Account habt, ja? So, nachdem ihr drauf gedrückt habt, werdet ihr gefragt, ob ihr ein lizenziertes GTA 5 habt. Das habt ihr, nehme ich mal an. Heutzutage hat jeder ein lizenziertes GTA 5. Na, ihr habt ja euer GTA 5 von irgendwo gekauft, ob ein Key oder nicht. Dann werdet ihr hier gefragt, ob ihr, also auf welchem Server ihr spielen wollt. Na, hier sind verschiedene sprachige Server jetzt. Ich bin jetzt zum Beispiel auf Server 2, Deutschland natürlich. Dann sind hier auch schon kleine Felder. Müsst ihr einmal ausfüllen. Einmal Ingame-Vorname und Ingame-Nachname. Ja, ist alles eigentlich relativ selbsterklärend. Das macht ihr dann einmal, registriert euch. So, solltet ihr euch jetzt registriert haben, würde bei euch so ein rotes Feld erscheinen mit Launcher herunterladen. Falls nicht, könnt ihr gerne nochmal auf die Homepage gehen, scrollt dann einmal runter und ihr lädt dann hier einmal den Launcher herunter. So, nachdem ihr das jetzt heruntergeladen habt, müsst ihr euch noch einmal Rage MP herunterladen. Wer Rage MP noch nicht hat, soll sich das unbedingt herunterladen, denn sonst könnt ihr nicht auf Grand 5 spielen. Das heißt, ihr geht einmal auf euren Browser, schreibt rein Rage MP Download, dann einmal auf auf den ersten Link und installiert euch hier einmal Rage MP. So, jetzt seid ihr eigentlich bereit, nachdem ihr alles installiert habt. Heißt, ihr öffnet einmal den Grand RP Launcher. In meinem Fall habe ich den jetzt schon geöffnet gehabt. Hier könnt ihr dann einmal eure Server auswählen. Jetzt die deutschsprachigen Server. Ich bin, wie gesagt, auf Server 2, deswegen drücke ich auf Server 2 und dann könnt ihr einfach loslegen. Natürlich ist das jetzt auch hier nicht die Primetime von den Spielern her. Es ist natürlich viel, viel, viel mehr. Ganz auch lagfrei. Also es ist auf jeden Fall eine gute Abwechslung zu 5M, wer auch richtig Lust auf schönes RP hat. Den kann ich Grand RP auf jeden Fall nur empfehlen. Macht auf jeden Fall sehr Spaß, ist auch anfängerfreundlich, ihr habt ein schönes Tutorial und genau. So, nachdem ihr jetzt auf den Server gejoint habt, werdet ihr jetzt gefragt, wo ihr spawnen wollt. Ihr als Neulinge könnt erstmal nur am Hotel spawnen. Drückt ihr einmal drauf. So, wenn ihr dann spawnt ihr automatisch in einem Hotelzimmer. Ja? Am besten, bevor ihr jetzt rausgeht und RP spielt, drückt ihr erstmal auf M. Bei euch öffnet sich dann ein Overlay. Unten geht ihr einmal auf Sicherheit und Einstellungen. Rechts findet ihr dann einmal eure Tastaturbelegung, die Grant schon natürlich vorgegeben hat. Könnt sie aber auch jedes Mal natürlich ändern, wie ihr es haben wollt, für bestimmte Aktionen. Seht vor euch eine Tür und da steht verlassen. Die läuft einmal durch. Seid ihr automatisch hier in so einer Lobby. Rechts findet ihr dann den Aufzug. SPR weiß ich jetzt nicht, was es ist. Ja, Hotelzimmer ist eindeutig Lobby. Ausgang vom Hotel sollte auch eindeutig sein. Hier ist sozusagen, ne, wie es hier steht, schon der Ausgang. So, jetzt fängt auch eigentlich schon das Tutorial an. Man bekommt hier oben rechts Missionen. Ja, das ist das Tutorial. Die zeigen euch, also der Server zeigt euch, wie ihr was zu tun habt, also wie der Server im Allgemeinen funktioniert. Bei euch wird hier zum Beispiel stehen, dass ihr höchstwahrscheinlich zur Frau sollt. Ich sollte an die Rezeption mit der Olivia Johnson sprechen. Ich habe das Ganze schon gemacht. Ich habe das Tutorial gestern schon abgeschlossen. Ja. Und genau. Ich würde sagen, ihr macht erstmal alle eure Missionen, beziehungsweise ihr schließt euer Tutorial oben ab. Ne, ihr bekommt, wie gesagt, oben die Aufgaben, was ihr machen sollt. Alles sehr, sehr einfach erklärt. Bei Fragen könnt ihr mir natürlich gerne schreiben auf Discord, wenn man was zu tun hat. Oder ihr könnt auch den Support hier fragen. Genau. Ansonsten geht ihr dann einmal auf Verlassen. So. Anfangs, nach dem Tutorial, habt ihr ein Auto bekommen. Ja, das könnt ihr dann einmal hier ausparken. Möchte ein Auto ausparken, ihr könnt euch auch jedes Mal einen Roller mieten. So, ich habe jetzt zwei Autos. An sich habe ich noch ein drittes, das ist aber jetzt nicht hier. Ich habe hier den Red Loader, das ist das Anfangsauto, wovon ich gesprochen habe. Dann drückt ihr jeweils einfach auf Wählen. Jetzt mal den und der spawnt dann auch hier. Auch bei dem anderen Auto. Ich bin eingestiegen. Den Motor startet ihr mit Steuerung. So, ich würde dann sagen, wir gehen erstmal ins RP rein. Servus, Kollege. Konnichiwa. Servus.
Wo darf es das hinbringen, mein Böser? Sehen Sie das auf der Karte? Ah. Okay. Okay, let's go. Und wie geht's denn der Herr? Wie geht's, Götz? Wie geht's Ihnen? Mir auch, Arigato. Hamdullah, Hamdullah, welle Götz. Mal schauen, wohin uns der Weg führt. Ja, brennt etwas, was? Ach du Scheiße! Was ist denn das hier für ein Ort? Das ist, der Bunker. Ah, was kann man hier machen? Wenn man einen Bunker hat, dann kann man da Waffen herstellen, Westen herstellen. Das ist illegal! Ja. Was? Natürlich. Damit kann man ein bisschen Geld machen. Ja. Okay, mein Bester. Arigato. Da. Bye. Hol mal unser Handy raus. Ich geh mal auf Schatz. Hier haben wir dann ein Bild. Und dieses Bild kommt immer, also es kommen immer unterschiedliche Bilder ab und zu mal, ne, in einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann muss ich sozusagen diesen Ort suchen. Und dann kann ich mir immer hier an dem Ort etwas abholen. Also es gibt immer etwas zum Looten, etwas Kleines. Hier unten ist auch eine Schatztruhe zu sehen. Geht natürlich super Preis, noch 5 Stunden. Heißt, in 5 Stunden bekomme ich erneut ein Bild. Wenn der super Preis dann aktiv ist, dann kann ich ja etwas noch Besseres gewinnen, als wenn der super Preis nicht aktiv ist. Was soll denn der Wort? Kollege! Wie fährst denn sie? Hallo! Hallo! Was ist denn? Was haben Sie für ein Problem? Ja, wie fährst denn sie, Kollege? Pass mal auf, bisschen! Bruder, ich kann hier fahren, wie ich will! Ganz so nix, ich erlaube dir nix, du atmest hier meine Luft! Bro, du bist aber nicht mal ein Polizist, ey, also... Ist doch egal, ob... Ey, sag nicht halt die Fresse, du Zille, Junge! Steig rein wieder! Oi! Der hat mich gerade besucht, Leute! Er hat mich mit einer Pistole besucht! Ich schwöre! Du hast mit einer Pistole besorgt, diese Auto. Okay. Ja, dann bitte immer noch einmal den Führerschein. Sie meinen dieser Herr? Ja. Oder wie es wurde besorgt von dem Herrn mit der Maske dort. Okay. Und diese Auto. Ja, kommen Sie zu mir. Der, Sie meinten, der hätte Sie bedroht. Ja. Ja, dann einmal einen Reisepass. Da brauchen Sie nämlich als Zeugen. Ja. Hier den, an den Herrn in Grau. Ah, hinter ihnen, auf. Alles gut. Bitte schön. Ich bin nur Taxi gefahren und sie hat mir die Vorfahrt genommen. Ich meinte, ey, was soll das? Er ist ausgestiegen, er so, hier, halt die Füße. Zeig seine Pistole. Kriegen Sie den einmal zurück, den Reisepass. Okay, ja. Ja, danke. Zöre. Sie bedroht, okay. Gibt es ja. Dafür Zeugen? Gibt es dafür andere Personen, die das gesehen haben? Ne, auf den Zwarzen waren nur er und es. Wissen Sie, ist Fahrgurte. Mit was für einer Waffe hat er Sie bedroht? Sah für mich wie eine normale Pistole aus. Eine normale Pistole, okay. Eine Pistole, mal, ja. Dabei hat. Vielleicht hat er die auch so in den Koffer und Wein gelegt. Das ist ein gefährlicher Mann. Das ist ein sehr gefährlicher Mann. Das wäre der Geist in der Gitter. Hätte man die Nummer bekommen? Nein. No? Okay, gut, dann. Jum. Weil ich nicht will. Okay. Dumm zu fucke. Noch nicht. Bedroht er mich. Wo hat er denn bedroht? Das war vor der Kreuzung vor UMPD. Also nicht an der Kreuzung, sondern die Straße, wo UMPD fährt. Hat er irgendwas zu ihm gesagt oder so? Ja, also, das war halt so. Nee. Es hatte Vorfahrt und er süftet in die Straße rein und das hab ihn zur Rede gestellt. Das meinte, ey, was soll der Wort? So. Und der fängt an zu beleidigen, ich darf hier fahren, wie ich will, halt die Fresse.
Sag so, nein. Zuerst denkt aus, das wäre, er zieht eine Pistole. Er hat zwar nicht geschossen, weiß nicht, ob er gezielt hat. Ich bekomme, dass er hier auch einen Waffenschein besitzt. Und ja, aber... Eine Pistole, die mit einer Seriennummer wahrscheinlich ist. Er kann es aber doch nicht besorgen damit. Ja, auch wenn er einen Waffenschein hat, kann er es doch nicht besorgen. Ja, aber das ist jetzt Aussage gegen Aussage. Sie behaupten, er habe sie bedroht, er behauptet, er habe sie nicht bedroht. Was? Das Lügner. Ist leider rechtlich das Problem. Du bist ein Lügner. Ich du bin ein Lügner. Nee, der Herr hinter ihn, er ist Lügner. Achso, ja. Lügner. Ja, das ist halt das Rechtsproblem. Ne? Hätten sie jetzt einen Zeugen, hätten sie einen Kunden gehabt und der könnte bezeugen, dass die Person sie bedroht hätte, dann hätten wir ihn jetzt festnehmen können. Aber so. So bringt das halt. Ist das jetzt halt schade. Scheiße. Okay, da musst du das wohl auf meine Art klären, Freunde. Alles gut. Es küsse euch, Leute. Es küsse euch. Das weiterfahren dann, oder? Ja, sie können weiterfahren, genau. Dann wird es ihnen trotzdem noch einen schönen Dienst. Jo, und so, Kollege, mein Freund. Wir finden uns noch auf der Straße. Wir sehen uns noch. Du Zulli. Okay, dann. Nimmst du schon wieder, du Zulli. Oh mein Gott! Oh mein Gott, er jagt mich, Leute! Oh mein Gott! Leute! Das weiße Auto jagt mich. Es braucht Hilfe. Der hat eine Mikro-SMG. Ja. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Er jagt mich. Zum zweiten Mal schon. Gut, schreiben Sie das Dispatch, falls was sein sollte. Was? Sie müssen ihn jagen. Hallo? Hallo? Darfst du mal fragen, was Sie hier tun? Nach was sieht's aus? Machen Sie hier Fotos von der Umwelt? Servus, ja. Leute! Ich bin Nico Bellic. Und ich bin cool. Weiter. Hallo? Warum? Weiterziehen, Abmarsch jetzt. Warum denn? Ansonsten gehen Sie ins Gefängnis für Beamtenbehinderung. Achso, Sie machen hier einen Job? Jetzt, Abmarsch, sofort. Hab keine Lust drauf jetzt gerade. What the fuck, verdammte Facke. Okay, es geht so, beruhigt es. Kollege. Verdammte fuck. Ich hoffe, sie erwissen keinen. Servus, Kollege! Moin! Ah, ne, so schon wieder! Ja, nee, komm, lass mal kurz reden, Bruder. Ohne Polizei oder so, komm mal mit. Nein, ich tu dir nichts. Okay, ist doch Gas, komm. Ja, so, was los? Bitte tu mir nix, bitte! Was soll denn das denn vor ihm? Was war denn das? Was denn? Ja, Bruder, komm mal, das Ding. Entschuldigung. Warte kurz. Gibt's ja. Ein Problem? Hallo? Haben Sie ein Taxi geworfen? Fahren Sie bitte weiter. Ja, das war ich. Geht gleich los, mein Besser, okay? Geht gleich los. Er hat sich. Nee, er fährt nicht Taxi, Digga. Er hat dich nur gerufen, weil ich mit dir reden will. Ja. Digga, wenn der nicht gleich fährt, zieh ich gleich wirklich meine Waffe. Verpiss dich. Der Bossert. Das holen gleich auch eine Klammer und ziehst ihn um den Bossert. Bruder. Verdammt zu fuck. Halt zu. Ja. Halt zu. Okay. Was sollte das vorhin, Mann? Ja, Bruder, du hast mir die Vorfahrt genommen.
Du bist Wein gezogen. Vorfahrt genommen, Digga. Die Straße ist 6 Meter breit, da gibt's erstmal keine Vorfahrt. Bruder, du bist fast in Miss Wine gedriftet. Das hätte ja, nach hinten losging. Das ist egal, Mann. Nein, das Wagen ist teurer als dein Taxi, Digga. Das ist egal, es hätte lebensgefährlich verletzt werden können. Nein, es ist lebensgefährlich, Digga. Ja, 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 ja. Bist du fett oder was? Ja. Hör zu. Ja. Brauchst du Stress zu machen, Mann? Es macht keinen Stress, was brauchen. Es gibt Menschen, die größer sind, also lass die Scheiße, Digga. Ja, alles gut, mein Besser. Ich habe auch ein paar Bullen auf meiner Seite, die buchten dich schneller ein, als du gucken kannst. Ja, ja. Ach, ich mache einen Anruf, Digga, und dann sind zwei SWAT-Einheiten hier, Digga. Was? Ja? Aber es bin doch kein Zwerverbürser. Ich mach dich zum Schwerverbrecher. Aber wie willst du das anzählen? Ich hab eine Frage. Die geben dir den Grund und dann verhaften die dich. Kriegst du ein Wanted, fertig ist. Okay, ich hab eine Frage an dir. Ja. Welche Musik hörst du gerade mit deinem Kopfhörer? Ne? Er hat auch eine. Ah, du hast mich hier hingelockt. Ja, ja. Ich tu dir nichts. Aber lass die Scheiße. Okay. Ich kann auch wegfahren. Also, ist mein. Du? Leg dich nicht mit unserer Familie an. Mach es nicht. Es tut mir leid. Okay. Es tut mir leid. Soll es wegfahren? Bist du? Was für ein Visum bist du? Ich bin zwei. Zwei? Ja. Gib mir mal den Reisepass, bitte. Warum? Weil ich den sehen will. Okay. Sonst ziehen die mit der Waffe auf ihn. Bitte. Ah, du Nico next. Bellic. Ja. Die sehen für Nico Bellic aber ein bisschen anders aus. Nico Bellic ja. Ist weiß, die sind schwarz. Ich bin es Wort, ich bin ein bisschen. War Sonnenbank ein bisschen. Okay, die Sonne hat mir sehr gut gepoint. Ja, okay, weil sie Nico Bellic heißen. Alles gut, aber hören Sie zu, machen Sie keinen Stress, ja? Mach es nicht mehr. Legen Sie sich hier nicht mit Falschen an, sind noch neu, aber wo haben Sie den Pullover? Ja, der sieht gut aus. Ich habe auch einen guten Pullover. Den hab ich bekommen, den hab ich gefunden. Hab den dann angezogen. Wie viel Geld hast du gerade? 2,9 Millionen auf Bank. 2,9 Millionen auf der Bank? Ja. In der Hand? 21.000? Willst du mir's abziehen? Ja, drop mal dein Geld. Bitte nicht. Gib mir, nein, du gibst mir 10.000. Gib dir. Kein Stress machen. Bitte. Gut so. Okay, kannst du auch nachzählen. 10.000. Okay, so Leute. So.